Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Soziales und Integration betreffend Fachkräfte gewinnen, Arbeitsmarkt sichern. Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten festgelegt. Das ist die Orientierung für Sie, Herr Minister. Ich erteile Herrn Sozialminister das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass wir uns schon seit Langem um die Fachkräftesicherung in Hessen kümmern, nimmt diesem Thema nichts an Aktualität. Das Gegenteil ist der Fall. Die Aufgaben, die hier anstehen, sind riesig, und es bedarf Anstrengung vieler Akteure, um ausreichend Fachkräfte für Hessen und die kommenden Jahrzehnte zu erhalten und neu zu gewinnen. Allen voran sind hier die Unternehmen und Betriebe gefordert, denn es ist die ureigene Aufgabe von Unternehmen und Betrieben, am Markt Fachkräfte für ihre Branche zu finden, und zwar nicht nur zu finden, sondern auch dafür zu sorgen, dass Berufsbilder und Ausbildungen attraktiv sind und hier die richtigen Anreize geschaffen werden. Wir von Seiten der Hessischen Landesregierung setzen seit Langem die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Arbeitsmarktakteure, handeln können. Bevor ich Ihnen darstelle, wie zahlreich die Maßnahmen sind, die wir von Seiten des Landes ergriffen haben, lassen Sie mich die Aufgabe der Fachkräftesicherung in Hessen noch in einem Gesamtkontext einordnen. Meine Damen und Herren, rund 6,18 Millionen Menschen leben in Hessen, darunter 2,6 Millionen Beschäftigte. Wir haben zurzeit die höchste Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Hessen. Nach dem Bruttoinlandsprodukt, die Einwohner, ist Hessen eines der wohlhabendsten Flächenstaaten Deutschlands. Wir haben eine große Branchen- und Unternehmensvielfalt, eine internationale Ausrichtung kombiniert mit verlässlichen und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Es gibt Großbetriebe, mittelständische Firmen, Handwerksbetriebe und Existenzgründer, die sich ergänzen und aber auch sich gegenseitig fördern. Das Herzstück der hessischen Wirtschaft ist der facettenreiche Mittelstand. Wir haben in Hessen über 270.000 Betriebe. Davon sind rund 260.000 kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten. Nahezu zwei Drittel aller Beschäftigten sowie 80% aller Auszubildenden sind bei mittelständischen Unternehmen beschäftigt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im September, und auch dieses ist ein bedeutendes Datum, auf den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 24 Jahren. Insgesamt waren weniger als 170.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Wirklich eine gute Leistung auf dem Arbeitsmarkt hier in Hessen. Hessen ist ein sehr internationales Land. 860.000 Menschen aus 190 Nationen leben und arbeiten bei uns. All das zeigt, der Arbeitsmarkt befindet sich in guter Verfassung, und wir haben nach wie vor allen Grund, auch optimistisch in die Zukunft zu blicken. Hessen ist ein attraktives Land für Unternehmen und für die Menschen, die hier leben. 95% der Menschen der Hessinnen und Hessen fühlen sich wohl und leben gerne hier in unserem Land. 89% von Ihnen beurteilen die wirtschaftliche Lage Hessens als gut bis sehr gut. Das ist ein fantastisches Ergebnis, das der aktuelle Zukunftsmonitor ergeben hat, auf das wir gemeinsam stolz sein können. Aber wir haben natürlich auch noch zu tun, damit dieses so bleibt. Wir werden diesen Wachstum und Wohlstand in Hessen weiterhin sichern, eine ausgewogene Balance aus wirtschaftlichem Wohlstand und ökologischer Vernunft leiten uns dabei. Eine starke Wirtschaft, ein stabiler Arbeitsmarkt und solide Lebens- und Arbeitsbedingungen sind dazu genauso erforderlich, eben wie Arbeits- und Fachkräfte. Wie eingangs schon erwähnt, ist die Fachkräftesicherung originäre Aufgabe der Wirtschaft. Wir als Landesregierung unterstützen diese gemeinsam mit den Arbeitsmarkt- und Ausbildungspartnern. Wir haben uns als Regierung vorgenommen, zielgerichtet und verantwortungsbewusst Fachkräfte zu gewinnen und Fachkraftarbeitsplätze zu sichern und den Arbeit und den Wandel in der Arbeitswelt mit zu begleiten und bei eigenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Die hessische Fachkräftestrategie haben wir auf eine breite Basis gestellt und Fachkräftesicherung umfassender als Arbeitskräftesicherung definiert. Zentrale Elemente sind dabei die Gewinnung von Fachkräften aus dem In- und Ausland, die Sicherung
der Fachkräfte in den Unternehmen und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Wir wissen, wie zentral das Thema Fachkräftesicherung für die Unternehmen ist. Und deshalb haben wir als Landesregierung im August 2014 im Ministerium für Soziales und Integration eine eigene Stabsstelle eingerichtet. Diese Stabsstelle koordiniert die Aufgaben, fungiert als zentrale Anlaufstelle in Fragen der Fachkräftesicherung, wirkt als Impulsgeberin und unterstützt den Fachkräftedialog und die Vernetzung in Hessen. Und, meine Damen und Herren, wir stellen die Weichen auf Zukunft. Neben dem demografischen Wandel steht der Wandel der Wirtschafts- und Arbeitswelt auf unserer Agenda. In der Gesamtschau wird sich der demografische Wandel zunehmend auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitswelt, die Menschen und die Wirtschaft auswirken. Wegen der erwarteten hohen Nachfrage nach Fachkräften ist ein hoher Bedarf vor allem an qualifizierten Arbeitskräften und Fachkräften zu erwarten. Schon heute ist in vielen Berufen, aber auch in Regionen, Engpässe zu verzeichnen bei Fachkräften. Das gilt vor allem für den Pflege- und Gesundheitsbereich, IT- und naturwissenschaftliche sowie fertigungstechnische Berufe. Wir alle kennen das, meine Damen und Herren, und erleben es vielfach bei unseren täglichen Terminen. Die Belegschaften werden bunter, aber sie werden auch älter. Die Arbeit wird digitaler und unterliegt einem dauerhaften Wandel. Anforderungen an Arbeitskräfte verändern sich, Technikeinsatz, Internetnutzung sind selbstverständlich, Jobprofile werden angepasst und neu definiert, Wissensmanagement, Erhaltung und Transfer werden immer wichtiger, neue und andere Erwartungen an Arbeit und Arbeitgeber entstehen. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben spielt eine immer größere Rolle. Und hier gilt es, Antworten zu finden, die vor allem dem Wunsch nach Vereinbarkeit nachkommen, denn hier liegt viel Potenzial. Zentrale Themen wie ausreichende Ausbildungsplätze, Tätigkeiten, die auch die älter werdenden Arbeitenden in der Gesellschaft entgegenkommen und leistbar sind, Stichwort sind hier alters- und alternsgerechte Arbeit. Eine große Rolle spielen auch Qualifizierungs- und Arbeitsmarktinitiativen wie die der Landesregierung zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungsmarkt und Arbeitsmarkt angegangen sind. Hier ist ebenfalls viel Potenzial, das es zu heben gilt. Diese Instrumente müssen wir, aber muss vor allen Dingen auch die Wirtschaft nutzen, um zukunftsfähig zu bleiben. Schauen wir auf das Fachkräftepotenzial. Vor allem Frauen sind eine wichtige Zielgruppe. Bei ihnen liegt zukünftig und auch aktuell quantitativ das größte Potenzial. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat sich positiv entwickelt, nicht zuletzt durch den massiven Ausbau der Kinderbetreuung und der damit verbundenen Wahlfreiheit, zweifellos eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch die Steigerung der Attraktivität von Arbeitsplätzen und Arbeitgebern im Hinblick auf Karrierechancen, den Wiedereinstieg nach Erwerbsunterbrechungen oder die weitere Anpassung von Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern sind hilfreich. Wir wollen Frauen hier eine echte Wahlfreiheit eröffnen. Frauen, die arbeiten wollen, müssen wir die Arbeitszeit anbieten, die ihren Wünschen und ihren Möglichkeiten entspricht. Gerade hier ist der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie und daher nach flexiblen Modellen gerade im Bereich der qualifizierten Fachkräfte ausgesprochen hoch. Es muss uns gelingen, hier Antworten zu geben, denn es gibt viele gut ausgebildete Frauen, die gerne arbeiten möchten, wenn das Modell zu ihrem Leben passt. Und wenn sie eine hochqualifizierte Mutter beschäftigen wollen, müssen sie eben flexible Arbeitszeiten bieten können und Wege jenseits der Leiter noch vielfach noch gelebten Normen gehen. Wir müssen weg von dem Gedanken, dass Quantität und feste Zeiten sowie Vollzeit zugleich auch immer Garant für gute Arbeit und gute Abläufe sind. Und wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass Führungsfunktionen nur in Vollzeit wahrgenommen werden können. Sie können auch in Teilzeit wahrgenommen werden. Meine Damen und Herren, das Sozialministerium fördert mit dem Netzwerk Wiedereinstieg den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen in den Arbeitsmarkt. Wir haben derzeit einen Verbund von 11 Trägern in Hessen, die Frauen die Rückkehr in den Beruf unterstützen. Und dieses Netzwerk schafft Transparenz zu bestehenden Angeboten, setzt neue
passt genau um und schließt Lücken zwischen Wiedereinsteigerinnen, Arbeitsverwaltung und möglichen Arbeitgebern. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration unterstützt die einzelnen Projektträger des Netzwerkes mit umfangreichen Förderungen. Insgesamt wurden aus Landesmitteln und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für die Arbeit des Netzwerks Wiedereinstieg in den letzten 7 Jahren 4,2 Millionen € bewilligt. Damit, und das ist das Wesentliche dieser Förderung, helfen wir Frauen, die Chancen suchen, und wir helfen Unternehmen, die Chancen bieten, diese zusammenzubringen. Insofern ist das ein ganz wesentlicher Faktor für die Gewinnung von Fachkräften in der Zukunft. Ich will auch als Gesundheitsminister einen Punkt herausgreifen, der für mich in diesem Zusammenhang wichtig ist. Das ist die Gesundheitswirtschaft. Das ist für Frauen ein beliebtes Arbeitsfeld. 3/4 aller Beschäftigten dort sind weiblich. Und dennoch ist auch hier nach wie vor ein erhöhter Bedarf gegeben, Frauen in ihren Entwicklungspotenzialen zu unterstützen und Karrieren zu eröffnen, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von Führungsfunktionen. Und noch einmal, die Denke, eine Frau in Teilzeit kann keine Führungsaufgabe übernehmen, ist antiquiert und überholt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns die Fachkräftepotenziale anschauen, stichpunktartig diejenigen, die wir auch in den Blick nehmen. Es sind einmal die älteren Menschen als wesentliche Fachkräfteressource. Ihre Erfahrungen und Qualifikationen stellen für Firmen einen großen Gewinn dar. Sie besitzen nämlich den Schlüssel zum Wissenstransfer. Und wir müssen unterstützen, damit die Beschäftigungsfähigkeit an dieser Stelle erhalten bleibt. Genauso gibt es Menschen mit Handicaps. Sie sind wertvoll in die Beschäftigungsprozesse und müssen in diese Beschäftigungsprozesse auch integriert werden. Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ist zum Glück deutlich gestiegen, aber wir dürfen an dieser Stelle nicht nachlassen. Insbesondere mit unserem Förderprogramm zum Einstieg von Schwerbehinderten in den Arbeitsmarkt, das wir aus Mitteln der Ausgleichsabgabe mit rund 30 Millionen € aufgelegt haben, zeigen wir einen entscheidenden Schritt, dass schwerbehinderte Menschen einen wesentlichen Teil auf dem Arbeitsmarkt darstellen können. Sie sind nicht weniger wertvoll als Menschen ohne Behinderung an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, Weiterbildung ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil und natürlich auch das Fachkräftepotenzial internationaler Fachkräfte ist ebenfalls wichtig für unser Land. Bei gelingender Integration ist Zuwanderung eine Chance zur Fachkräftesicherung und ein Beitrag zur Abmilderung demografischer Folgen. Eine Verdrängung der hiesigen Arbeitskräfte darf dabei nicht stattfinden. Neben dem inländischen Fachkräftepotenzial setzen wir deshalb auch auf die Steigerung der Attraktivität Hessens für internationale Fachkräfte. Um internationale Fachkräfte den Weg oder auf ihrem Weg schon aus dem Heimatland bis nach Hessen zu begleiten, hat die Landesregierung das Welcome Center Hessen, ein Gemeinschaftsprojekt der Landesregierung, der Regionaldirektion Hessen, der Agentur für Arbeit Frankfurt am Main und der Handwerkskammer Rhein-Main, gegründet. Es fungiert als Brücke zwischen Wirtschaft, Land und internationalen Fachkräften. Das Welcome Center erleichtert den Fachkräften den Start in Hessen und unterstützt Unternehmen bei Fragen rund um die Anstellung und Integration internationaler Fachkräfte. Seit der Eröffnung im Juli 2013 besuchten das Welcome Center mehr als 3.000 Menschen aus 119 Staaten. Das Welcome Center hilft diesen Menschen mit ganz praktischen Dingen und Hilfestellungen. Wie funktioniert Arbeitssuche in Deutschland? Wie erstelle ich meine Bewerbungsunterlage? Wie kann ich meinen Abschluss in Deutschland anerkennen lassen? Wohin muss ich mich wenden, wenn ich eine Arbeitserlaubnis brauche oder einen Aufenthaltstitel klären möchte? Wie finde ich einen Kindergartenplatz oder die passende Schule für meine Kinder? Wie finde ich einen Sprachkurs oder wie funktionieren die Wohnungssuche und das Sozialversicherungssystem? Alles ganz praktische Hilfestellungen gemeinsam mit den Anerkennungsberatungsstellen der Regionaldirektion der Arbeit hier in unserem Land. Es sind Ingenieure, Ärzte und Wirtschaftswissenschaftler, ebenso wie Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung, die wir auf diesem Weg nach Hessen holen können und hier in Hessen auch letztendlich halten können. Das ist ganz wichtig und ganz wesentlich. Das ist nämlich ein Beginn hier in Hessen für die Karrieren, denn Karrieren beginnen schließlich auch hier in Hessen. Die Aktivierung der Potenziale von
Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt die Fachkräftesicherung auch so. Dieses haben wir schon häufig zum Gegenstand der Debatten gemacht, auch wenn wir wissen, dass sich hier die Integration in den Arbeitsmarkt als ein längerwieriger Prozess darstellt. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und mit unserem Aktionsplan zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Integration von Flüchtlingen haben wir hier die richtigen Weichen gestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben als Landesregierung zusätzlich die Mittel des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudgets erhöht, um den zu uns kommenden Flüchtlingen neben unseren Werten auch zuallererst unsere Sprache zu vermitteln. Diese ist nach wie vor der Schlüssel zur Integration und bereitet auch den Weg hin zu einer Berufsausbildung. Sie sehen, meine Damen und Herren, nachhaltige Fachkräftesicherung bleibt angesichts der Folgen für die Wirtschaft, die Menschen und für Hessen eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung und eine dauerhafte Zukunftsaufgabe. Diese Frage wird uns weiter gemeinsam beschäftigen. Und es wird weiterhin einen Wandel geben. Aber wir begreifen diesen Wandel als Innovations- und Zukunftsmotor. Aber man muss sich den Wandel auch packen und zur Aufgabe machen. Dazu braucht es ein flexibles, abgestimmtes und nachhaltiges Vorgehen zur Arbeitskräftesicherung. Und wir bzw. die Unternehmen müssen ihre Arbeitswelten aktiv gestalten. Als Land leisten wir Folgendes. Zum Beispiel werden die 26 Gebietskörperschaften durch die Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets des Landes mit einem Jahresvolumen von 25 Millionen € bei ihren regionalen Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategien unterstützt und werden so aktiv zur Arbeitskräfteversorgung in den Regionen herangezogen. Aber sie tragen auch dazu bei. In den Jahren 2011 bis 2016 haben wir hierfür 127 Millionen € zur Verfügung gestellt. Und die Erfolge sind schon beeindruckend. Mit dem Ausbildungsbudget wurden in den Jahren 2011 bis 2015 insgesamt rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Die Teilnehmenden an den Programmen sind jung. 83% sind im Alter von 15 bis 24 Jahren mit zum Teil hohem Förderbedarf. Insgesamt wurden mit dem Arbeitsmarktbudget in den Jahren 2011 bis 2015 über 52.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Davon waren 70% langzeitarbeitslos, 25% ohne Schulabschluss und 26% mit Betreuung von Kindern im Haushalt. Und heute Morgen habe ich eröffnet eine Jobmesse von 10 kommunalen Jobcentern hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die sich an über 2.300 arbeitslose Menschen in der Region gewendet haben, um ihnen eine Zukunft zu schaffen. Aus dem Arbeitslosen von heute wird der Mitarbeiter von morgen und die Fachkraft von übermorgen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu den Maßnahmen der Fachkräftesicherung zählen auch die beiden Kompetenzzentren Weiterbildung Allgemeinmedizin. Wenn ich schon auf die Gesundheitswirtschaft hingewiesen habe, so ist dieses ein wesentlicher Bestandteil auch der Fachkräftesicherung im medizinischen Bereich. Dazu gehört auch die Landarztprogramme, die wir aufgelegt haben. Dabei ist die Formulaturförderung ein ganz wesentlicher Baustein. All das beweist, bisher haben wir gesamtgesellschaftlich die Herausforderungen gut gemeistert. Nachhaltige Fachkräftesicherung ist in Hessen nach wie vor eine große Zukunftsaufgabe, Auftrag, Verpflichtung und Herausforderung für alle Akteure zugleich. Und wir werden nicht lockerlassen. Wir werden auch weiterhin die Regionen stärken. Wir haben den hessischen Zukunftsdialog voneinander lernen und gemeinsam gestalten für eine nachhaltige Fachkräftesicherung in den Regionen eingeführt. Zwei dieser Zukunftsdialogforen fanden schon statt, in Süd- und in Mittelhessen. Ein weiteres in Nordhessen wird in diesem Jahr noch stattfinden. Wir halten die Beschäftigungsfähigkeit der älter werdenden Arbeitnehmerschaft durch Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wir schaffen eine bessere Verfügbarkeit von Informationen, mehr Transparenz und steigern damit die Fachkräfteattraktivität Hessens. Und wir unterstützen die Branchen bei Fachkräfteengpässen. Der Hessische Pflegemonitor ist ein wesentliches Beispiel dazu. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, in denen wir ihnen Programme zur Verfügung stellen, für die Entwicklung sie selbst keine Ressourcen haben.
beispielsweise im Hinblick auf die Fragestellung der betrieblichen Präventionsarbeit, Gesundheitspräventionsarbeit. Wir haben in diesem Jahr noch zwei Fachberatertage, in denen wir mit dem Thema Fachkräfte sichern durch ein gesundes Arbeitsumfeld speziell kleine und mittlere Unternehmen ansprechen und ihnen maßgeschneiderte Programme an die Hand geben. Wir sind, und das darf nicht vergessen bleiben, als Land auch selbst Arbeitgeber. Hier haben wir schon verschiedentlich uns ausgeführt. Wir müssen aber auch an dieser Stelle attraktiv bleiben und das, was wir an Forderungen anderen gegenüber erheben, auch für uns selbst erfüllen. An dieser Verpflichtung lassen wir uns auch gerne messen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden auch in Zukunft das Programm zur Verbesserung des Einstiegs in den Arbeitsmarkt neu auflegen. Wir werden Unternehmen weiter darin unterstützen, Arbeits- und Produktionsbedingungen zukunftsfähig zu gestalten. Und wir werden in der Fragestellung insbesondere von Arbeitszeitgestaltung Unternehmen informieren. Wir entwickeln zurzeit gerade ein Online-Instrument Arbeitszeit-Selbstcheck für Unternehmen. Das ist ein neues, ein innovatives Instrument zur Stärkung der Motivation und Information der Unternehmen, damit attraktive Arbeitszeitmodelle auch den Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden können, um letztendlich dort Fachkräfte auch zu sichern. Ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme zum Schluss der Rede, Herr Präsident. Wir möchten, meine Damen und Herren, dass die Hessinnen und Hessen auch weiterhin gerne in diesem Land wohnen und arbeiten. Wir möchten, dass auch in 10 und in 20 Jahren sich noch weit über 90% der Menschen in Hessen wohlfühlen und fast 90% sagen, die wirtschaftliche Lage ist gut. Und dafür haben wir uns, seitdem wir die Regierungsverantwortung tragen, immer mit ganzer Kraft eingesetzt. Hessen hat ein menschliches, aber auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Gesicht. Dafür sind wir eingetreten, dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. Dazu müssen wir aber auch zielorientiert und gemeinsam vorangehen. Deshalb rufe ich alle zur Fortsetzung der aktiven Mitwirkung und zur Mitgestaltung dieser menschlichen Zukunftsaufgabe auf. Denn es muss auch weiterhin gelten, Karrieren starten in Hessen. Dafür stellen wir als Landesregierung weiterhin zuverlässig die Weichen. Und darauf werden sich die am Markt agierenden Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlassen können. Vielen Dank, Herr Staatsminister. In der Reihenfolge SPD, BÜNDNIS 90, DIE LINKE, FDP, CDU und Frau Öztürk werden gewünscht. Beginnt jetzt die Aussprache. Zunächst hat das Wort Herr Kollege Decker für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat uns kürzlich ihren Statusbericht über die Fachkräftesicherung Hessen 2015 vorgelegt. Dieser ist dann auch in weiten Teilen die Grundlage für die soeben gehörte Regierungserklärung gewesen. Der Statusbericht umfasst 91 stattliche Seiten, den Einbanddeckel mitgerechnet. Zieht man davon 91 Seiten, drei Seiten bedruckten Einbanddeckel, Impressum, Inhaltsverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis, vier Seiten Vorwort und Einleitung über das, was wir alles im Prinzip schon wissen, ab, und sowie 47 Seiten Anhang, bleiben netto 35 Seiten inhaltlicher Äußerungen übrig, meine Damen und Herren. Und in diesen 35 Seiten inhaltlicher Auseinandersetzung mit einem Thema, das auch für den hessischen Arbeitsmarkt und den hessischen Wirtschaftsstandort von zentraler Bedeutung ist, beachtlich. Von den 35 Seiten, deren Inhalt uns ebenfalls weitestgehend schon vor der Regierungserklärung bekannt war, befassen sich dann ganze zwei Seiten mit der Zukunftsaufgabe Fachkräftesicherung, meine Damen und Herren. Gemeinsam finden, binden und stärken heißt da die Überschrift. Im Grunde genommen sagen die zwei Seiten Zukunft aber nur, der Status muss fortgeschrieben werden. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Grün und verehrter Herr Grüttner, es ist eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet worden, die in die richtige Richtung gehen. Das ist vollkommen unbestritten, und die finden auch durchaus unsere Unterstützung, und das wollen wir hier auch gar nicht in Abrede stellen. Lassen Sie uns einen kleinen Blick zurückmachen. Erinnern wir uns einmal 4 Jahre zurück an den 29. September 2012. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe zum gleichen Thema hier gesprochen. Damals ist hier im Hause der gerade erstellte Abschlussbericht der Fachkräftekommission debattiert worden.
Der Kommissionsvorsitzende hat in dem damaligen Bericht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass viel zu lange über das Ob und das Wie diskutiert worden ist, anstatt über das gezielte Gegensteuern zu reden. Im Kommissionsbericht waren damals sechs wichtige Handlungsfelder aufgezeigt worden, um dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen. Das waren in der Tat die Themen Berufseingliederung von Frauen, ein ganz wesentliches Arbeitsmarktpotenzial. Es ging um die Eingliederung älterer Menschen. Es ging um die Eingliederung Menschen mit Behinderung. Es ging um die Qualifizierung Jugendlicher. Es ging um die Integration ausländischer Arbeitskräfte von Flüchtlingen. War damals in dem Maße noch nicht die Rede. Die Kommission hatte diese Bausteine zugleich als jahrelange Versäumnisse und Defizite der Landesregierung offengelegt. Deshalb heute hier die Kernfrage, meine Damen und Herren, sind wir in den vergangenen vier Jahren in diesen zentralen Punkten zur Bekämpfung des zunehmenden Fachkräftemangels entscheidend weitergekommen, ja oder nein? Oder ist nur mit einem bunten Blumenstrauß an Maßnahmen an einer Vielzahl von Symptomen herumgedoktert worden und tatsächlich Wirkungen entfaltet worden? Das ist die zweite Frage. Wie ist der tatsächliche Wirkungsgrad des ganzen Konvoluts von Maßnahmen und Projekten, die wir in 47 Seiten Anhang finden? Ist das Masse oder ist das Klasse? Welche Maßnahmen, meine Damen und Herren, hat die Landesregierung denn in den vergangenen vier Jahren ergriffen, um die entscheidenden Ursachen des Fachkräftemangels, die nicht ausschließlich dem demografischen Wandel geschuldet ist, zu bekämpfen? Und da schauen wir jetzt einmal genauer hin. Wie oft haben wir in diesem Hause schon festgestellt, dass nicht erwerbstätige Frauen und die geringfügig beschäftigten Frauen das größte Fachkräftereservoir sind. Es wurde eben nochmals bestätigt. Hunderttausende von Frauen bundesweit, in Hessen sind es ebenso viele Frauen, haben den Wunsch, endlich wieder in das Erwerbsleben zurückzukehren oder anstatt eines Minijobs zumindest einen ordentlich entlohnten Teilzeitjob annehmen zu können oder endlich wieder ganztags arbeiten zu können. Sie können es in vielen Fällen nicht, weil sie keine Möglichkeiten haben, die Kinder zu betreuen, jedenfalls nicht für den Zeitraum, den sie benötigen. Wenn Sie Frauen den Rückkehr in ihren Beruf ermöglichen wollen, muss das Land Hessen endlich dafür Sorge tragen, dass ausreichend Ganztagsplätze in Kitas zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren. Dann können Sie die Landesförderung auch nicht bei 35 Stunden enden lassen und den Kommunen bzw. den freien Trägern die Finanzierung überlassen. Und Sie dürfen nicht zulassen, dass die Gebührenspanne immer weiter auseinandergeht und sich die Eltern in manchen hessischen Kommunen die Kita kaum noch leisten können. Für manche Frau, meine Damen und Herren, für manche Frau lohnt es sich schlicht und ergreifend nicht arbeiten zu gehen, wenn sie das Geld anschließend komplett für die Kita ausgeben muss. Was ein blanker Unsinn an dieser Stelle. Wenn Sie Frauen die Rückkehr, meine Damen und Herren, wenn Sie Frauen die Rückkehr in den Beruf ermöglichen wollen, dürfen Sie das Land nicht mit einem Fleckenteppich an Betreuungsangeboten à la Pack für den Nachmittag überziehen, meine Damen und Herren. Und deswegen auch hier die zentrale Frage, wann ist die Landesregierung bereit, den Ausbau von Ganztagsangeboten in den Kitas nicht nur ein wenig, sondern in den gebotenen Umfang zu fördern und dies nicht zum größten Teil den Kommunen alleine zu überlassen, meine Damen und Herren. Und ebenfalls seit Jahren debattieren wir hier, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen guter Schulbildung, qualifizierten Schulabschluss, Berufsausbildung und Fachkräftemangel gibt. Wie sieht das denn in Hessen aus? Vor wenigen Tagen hat die Landesregierung den Entwurf zur Novelle des Hessischen Schulgesetzes vorgelegt. Es ist eine herbe Enttäuschung, nicht nur für uns gewesen. Einmal mehr erweist sich die Landesregierung als Bremse der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Bei schulischer Inklusion und dem Ganztagsschulausbau bleibt es bei Absichtserklärungen. Hierfür werden auch künftig schlicht und einfach nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt, meine Damen und Herren. Und deswegen die Frage auch hier ganz zentral, wann ist die Landesregierung endlich bereit, echte Ganztagsschulen einzuführen? Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Offen bleibt völlig, wie die Landesregierung gedenkt, individuelle Förderung in allen Schulformen auszubauen, damit kein Kind zurückbleibt und zu einem qualifizierten Schulabschluss geführt wird. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit kommen auf diesem Wege nicht voran. Und jetzt hören Sie bitte zu. Dabei ist dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für das spätere Berufsleben und damit für die Gewinnung neuer, junger Fachkräfte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Des Weiteren stellt sich für uns die Frage, wie sieht es denn in Hessen hinsichtlich der Kosten und der Effizienz bei den Ausgaben für Ausbildungsförderung aus? Auch hier ist eine Vielzahl von Maßnahmen zu verzeichnen.
eine grundlegende Evaluation aller Bildungsangebote des sogenannten Übergangsbereichs und der vollschulischen Ausbildung ist anscheinend bisher aber nicht erfolgt. Die SPD-Fraktion hat dies zum Anlass genommen, eine Große Anfrage auf den Weg zu bringen, um Nutzen und Wirkung einmal überhaupt herauszufinden an dieser Stelle. Und wir wollen wissen, welche Maßnahme wirkt. Oder es kommt Ihnen am Ende nur darauf an, PR bei der Übergabe von Bewilligungsbescheiden zu machen. Es wird sich zeigen, meine Damen und Herren. Ein weiterer Baustein zur Eindämmung des Fachkräftemangels ist die Erwerbsbeteiligung älterer, erfahrener Menschen. Völlig richtiger Baustein. Herr Minister, Sie haben ihn auch völlig zu Recht an dieser Stelle aufgeführt. Dabei geht es aber nicht nur um den verstärkten Erhalt der Erwerbsfähigkeit und gezielte Weiterbildung. Es geht vor allem auch um nachhaltige Strategien zur Wiedereingliederung der älteren Arbeitslosen. Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber es ist in erster Linie der guten Wirtschaftsentwicklung geschuldet. Auch das ist gut so, meine Damen und Herren. Außer der Feststellung, dass es hier Potenziale gibt, bietet der Statusbericht aus unserer Sicht leider keine ausreichend konkreten Ideen und Ansätze, mit welchen Maßnahmen die Beschäftigung älterer Menschen seitens des Landes flankierend unterstützt werden könnten. Hier bleiben Sie Antworten schuldig, auch an dieser Stelle. Vermutlich werden Sie sagen, dass wir wahrscheinlich andere für zuständig sind. Wir werden uns das auch näher angucken. Zum Fachkräftepotenzial von Menschen mit Behinderungen wird im Bericht ausgeführt, dass die Anzahl der schwerbehinderten Menschen in Beschäftigung in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, von 93.800 in 2012 auf 95.100 in 2013. Ferner wird ausgeführt, dass die Bemühungen einer breiten Aufklärung über die Leistungsfähigkeit und Motivation von Menschen mit Behinderungen verstärkt fortzusetzen sind. Es wird auf die Träger der Arbeitsvermittlung und auf das Integrationsamt des Landeswohlfahrtsverbandes verwiesen. Des Weiteren heißt es, dass ebenso nachhaltige Strategien zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen und Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu verfolgen sind, sodass die Arbeitslosigkeit in diesem Bereich stark reduziert wird. Wie sehen denn diese nachhaltigen Strategien aus, meine Damen und Herren, aus Sicht der Landesregierung? Auch dazu haben wir heute nur Ungefähres gehört von Ihnen. Auf der Seite 34 des Berichts gibt es den Hinweis auf das Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen, kurz genannt HEPAS. Hier steht, dass im Zeitraum von 2014 bis 2016 insgesamt 30 Millionen € zur Verfügung gestellt werden. Gibt es denn schon Erkenntnisse über die Wirkung dieses Programms? Es ist ja inzwischen zum Jahresende fast ausgelaufen. Und wie genau soll das Anschlussprogramm aussehen? Auch hier haben wir bisher keine Antwort erhalten. Wir gehen davon aus, dass wir das in naher Zukunft von Ihnen auch noch hören werden. Im Statusbericht und in der Regierungserklärung nimmt die Gewinnung ausländischer Fachkräfte zu Recht großen Raum ein. Das ist notwendig und richtig, denn selbst dann, wenn wir alle inländischen Potenziale optimal gehoben haben, bleibt aufgrund des demografischen Wandels ein nicht unerhebliches Defizit an Fachkräften, das nur mit ausländischen Kräften hier an dieser Stelle geschlossen werden kann. Uns würden auch hier mal konkrete Zahlen interessieren. Ich erinnere mich ganz genau, dass vor wenigen Jahren mit großem Hallo Anwerbeabkommen mit der Region Madrid geschlossen worden sind. Viele von uns erinnern sich daran. Es ging unter anderem auch darum, die Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge? Man hört, ist das Land Hessen ist aus der gemeinsamen Anwerbestelle ausgestiegen oder nicht? Und in Ihrem Redemanuskript war von einem Herrn Garcia aus Spanien die Rede, ist er noch da oder ist er schon weg? Wir wissen es nicht. Aber wir werden auch sicherlich dazu Näheres hören, was es an dieser Stelle gebracht hat. Und an anderer Stelle hätte Ihre Partei ein herausragendes Signal setzen können, wenn sie den Mut gehabt hätte, sich für ein qualifiziertes Einwanderungsgesetz auszusprechen, so wie die SPD es schon seit Langem fordert, meine Damen und Herren. Denn damit könnte man klare gesetzliche Rahmen setzen und vieles einfacher, transparenter und zielführender gestalten. Leider wehrt sich die Bundes-CDU noch dagegen. Ich weiß es nicht, wie es bei der Hessischen Union aussieht. Wir sagen Ihnen einfach, werben Sie in Berlin dafür. Es wird Zeit, dass wir ein solches Gesetz auch hier in Deutschland haben, meine Damen und Herren. Auch wenn wir wissen, dass Integration ein langer Prozess ist, ist es richtig, dass Flüchtlinge als Potenzial für den Arbeitsmarkt in den Blick genommen werden.
Wir unterstützen dies ausdrücklich und fordern zugleich die Realisierung aller geplanten Maßnahmen ein, die sowohl im Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dargelegt sind, als auch der im Februar unterzeichneten Arbeitsmarktinitiative gemeinsam aktiv für die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt, Perspektiven für Menschen, Wirtschaft, Arbeitsmarkt Hessen. Ausrufezeichen, so heißt es dort. Und lassen Sie uns in einem Punkt weiterhin stark bleiben. Wir dürfen dabei keinerlei Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt zulassen, meine Damen und Herren. Es darf kein Ausspielen zwischen einheimischen Arbeitskräften und Flüchtlingen geben. In dem Punkt sind wir uns vollständig einig. Und deshalb dürfen wir auch weiterhin keine Aussetzung des Mindestlohns für Flüchtlinge zulassen, weil es nämlich dann gerade zu diesen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt kommen würde. Was wir übrigens völlig vermisst haben, ist das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, denn auch hierin steckt ein gewisses Potenzial für den ersten Arbeitsmarkt. Natürlich ist es nicht einfach, diese Menschen, die teilweise mit Mehrfachhandicap belastet sind, wieder nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wir haben die Gründe hierfür schon oft debattiert. Aber auch hier darf man in der Anstrengung nicht nachlassen, vor allem auch wegen der betroffenen Menschen, meine Damen und Herren. Und by the way, was macht eigentlich Ihr hessisches Pilotprojekt? Es ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Das haben wir Ihnen damals schon konzidiert. Aber wir haben nach wie vor Zweifel, was seinen Wirkungsgrad anbelangt. Und ich denke, Sie werden uns zu gegebener Zeit sicher auch darüber Auskunft geben, welche Erfolge Sie damit erzielt haben. Allerdings werden wir auch in dieser Frage darauf bestehen, die Erfolge auch nachgewiesen zu bekommen. Denn wenn das Projekt auch noch so schön ist, und Sie, Herr Minister, nebst Fachsprechern einen weiteren Pressetermin machen können, am Schluss zählt, wie viele Langzeitarbeitslose dadurch vermittelt werden können. Ich will noch einen weiteren Punkt in die Debatte einbringen, der bisher nicht erwähnt wurde. Es ist das Thema gute Arbeit. Wer Fachkräfte sichern und gewinnen will, muss auch für gute Arbeit, faire Löhne, sichere Beschäftigung und für starke Tarifbindung sorgen. Dazu gehört im ersten Schritt nicht nur das bereits in Kraft befindliche Mindestlohngesetz, dazu gehört auch die Eindämmung des Missbrauchs bei Leiharbeit und bei Werkverträgen. Und dazu gehört auch die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. Das werden wir morgen früh gemeinsam mit der Kollegin Gnadl noch einmal übermorgen früh diskutieren an dieser Stelle. Und Bundesarbeitsministerin Ahles und Ihre Kollegin Schwesig haben ja dazu bekanntermaßen die Gesetzentwürfe eingebracht. Und wenn Sie es auch an diesem Punkt ernst meinen, dann zeigen Sie Flagge und stimmen Sie im Bundesrat beiden Gesetzesvorhaben zu. Denn gute Arbeit und ein gutes Angebot an Fachkräften gehören für uns zusammen. Es stimmt, meine Damen und Herren, trotz der gegenwärtigen globalen konjunkturellen Risiken ist unser Land in guter Verfassung. Das ist gut so. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt erfreulicherweise weiter, und die Arbeitslosigkeit sinkt, auch bei uns in Hessen. Auch für ausländische Fachkräfte wird der deutsche Arbeitsmarkt attraktiver. Darauf können und dürfen wir uns aber nicht ausruhen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen zu Investitionen in neues Wissen, innovative Technologien, Infrastruktur und vor allem in Kompetenzen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind auch künftig wichtige Erfolgsgarantien für uns. Berufliche und akademisch qualifizierte Fach- und Führungskräfte in Industrie, Handwerk und den Dienstleistungsbranchen sind eine unverzichtbare Basis für Wachstum, Innovation, gute Arbeit und Wohlstand. Und deshalb müssen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken, müssen wir Bedürfnisse von Frauen und Familien stärker berücksichtigen. Und ich sage es an dieser Stelle noch einmal, eine bessere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt setzt eine möglichst flächendeckende und qualitativ hochwertige, flexible und bezahlbare Kinder- sowie Schulbetreuung voraus, damit die betrieblichen Angebote auch erst einmal greifen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann nützt es auch nichts, die Unternehmer, das Handwerk und den Dienstleistungsbereich zu loben für all die Schritte, die sie in die richtige Richtung machen. Dafür sind in erster Linie zunächst erst einmal die Länder zuständig und damit auch die Landesregierung in Hessen. Wir müssen die Beschäftigung und Qualifizierung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter voranbringen. Dazu gehört natürlich auch, dass sie ihre beruflichen Kompetenzen und Fertigkeiten regelmäßig aktualisieren und erweitern können. Und im Übrigen, der oftmals abrupte Ausstieg
aus dem Erwerbsleben in die Rente ist für viele Beschäftigte nicht gerade die beste Lösung. Wir müssen Wege finden, wie flexible Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand besser gestaltet werden können und wie eine Weiterarbeit nach Erreichen der Regelarbeitsgrenze attraktiv ausgestaltet werden kann, meine Damen und Herren. Ich will einen weiteren Aspekt ansprechen. Nach dem Ziel Fachkraft bleiben muss auch das Ziel Fachkraft werden stärker in den Fokus gerückt werden. Es hat zentrale Bedeutung in der Fachkräftedebatte. Alle ausbildungsinteressierten Jugendlichen sowie die sogenannten Spätstarter brauchen Chancen für eine berufliche Ausbildung. Ich nenne eine Zahl. Es gibt zurzeit 1,4 Millionen geringqualifizierte Menschen in Deutschland im Alter von 25 bis 35 Jahren. Wir sind uns da alle einig hier in diesem Hause, dass dieser Schatz gehoben werden muss für den Fachkräftemarkt, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns mit ganzer Kraft dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und der Gestaltung des Wandels in der Arbeitswelt widmen. Neben kurz- und mittelfristigen Maßnahmen für bestimmte Beschäftigungsgruppen muss sich verstärkt auch um die Sicherung der Fachkräftebasis im Zusammenhang mit dem sich immer stärker abzeichnenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft gekümmert werden. Als Beispiel will ich den technologischen Wandel vor allem auch hier in erster Linie die Digitalisierung der Wirtschaft anführen. Er hat in Bezug auf Qualifikation und Berufe weitreichende Konsequenzen. Industrie 4.0 steht als Stichwort für eine Veränderung der Arbeitswelten in Produktion, Dienstleistung und Handwerk. Es bestehen Chancen für individuelle Beteiligung und Selbstbestimmung, flexibleres Arbeiten, Zeitsouveränität und eine bessere Vereinbarkeit von Leben. Diese Chancen stehen aber auch Risiken gegenüber, meine Damen und Herren, wenn sich Arbeitsplätze und Beschäftigungsverhältnisse in einer sich wandelnden Arbeitswelt anders gestalten. Es muss vor allem darum gehen, Arbeit weiterhin menschengerecht, sicher und fair zu gestalten. Auch das ist eine Aufgabe für uns hier in Hessen. Ich denke, wir sind uns in diesem Hause auch einig darüber, dass starke Sozialpartner eine wesentliche Grundlage für gute Arbeitsbeziehungen sind. Gute Arbeitsbedingungen machen es einfacher, geeignete Fachkräfte zu finden und an den Betrieb zu binden. Das ist eine Logik in sich. Und starke Partner tragen auch mit Tarifverträgen mit dazu bei, dass Betriebe im Wettbewerb um knappe Fachkräfte und Auszubildende erfolgreich sind. Dabei reden wir nicht nur über die üblicherweise bisher bekannten Tarifverträge, da reden wir vielmehr auch über Demografietarifverträge, die immer älter werdenden Beschäftigten und betrieblichen Veränderungsprozesse berücksichtigt, meine Damen und Herren. Es gibt bereits Branchen und Unternehmen, die vorausschauend solche tariflichen Vereinbarungen getroffen haben. Ein Fazit, meine Damen und Herren. Leider besteht der Statusbericht ebenso wie die heutige Regierungserklärung in zu vielen Teilen aus altbekannten, aus selbstverständlichen und bisweilen aus Worthülsen. Mit anderen Worten, es fehlt an zahlreichen Stellen an konkreten und greifbaren. Es fehlt schlicht die Prüfung der Wirksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da können Sie sich ein Beispiel an unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz nehmen, die exakt zu diesem Thema sich auch entsprechend der Zielsetzungen in das Programm geschrieben haben. Das ist für uns messbar, meine Damen und Herren. Der Anhang vermittelt bisweilen den Eindruck, als gäbe es hier eine Art Maßnahmenhopping. Es kommt jedes Jahr etwas Neues dazu. Und so wie der Statusbericht heute von Ihnen an manchen Stellen zumindest aber auch in Ihrer Regierungserklärung verkauft worden ist, ist das ein bisschen unter dem Motto gewesen, ob im Osten, ob im Westen, wir sind die Allerbesten, meine Damen und Herren. Und damit setzen Sie sich eigentlich völlig unberechtigt den Verdacht aus, dass es Ihnen in erster Linie um PR geht. Das ist eigentlich schade. Denn etliche Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Ich will es noch einmal sagen. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Der große Wurf ist es dennoch bei Weitem nicht, denn es mangelt auch hier an dem entscheidenden Willen, die Dinge maßgeblich und grundlegend zu verändern. Ein klares Bekenntnis zur flächendeckenden Verbesserung der Kinderbetreuung, zum Ausbau der Ganztagsschulen und zu einem qualifizierten Einwanderungsgesetz hätte uns in Hessen sicherlich auf dem Gebiet einen wesentlichen großen Schritt weitergebracht. Bedauerlich, dass Sie hinter den gegebenen Möglichkeiten zurückgeblieben sind, anstatt sie zu nutzen. Aber wir helfen Ihnen gerne. Das Thema wird uns weiter begleiten. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich zum Thema Fachkräftemangel komme, liebe Kolleginnen von der CDU und liebe Kolleginnen von den GRÜNEN, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es ganz oft so, wenn ich eine SPD-Kritik zuhöre, dass ich das Gefühl habe, die Hälfte der Kritik geht an die eigene Bundesregierung. Da fragt man sich doch oft, wer regiert eigentlich mit dort oben? Und da regieren Sie doch mit als SPD. Einwanderungsgesetz, Übergang zum Alter, Rentenlösungen, das alles sind doch Bundesgesetze. Das alles sind, schön, dass Sie wach geworden sind. Es ist doch schön, dass das alles bundesgesetzliche Lösungen sind. Und das ist doch alles wunderbar, dass Sie in der Bundesregierung sitzen und das, was Sie den Kollegen vorwerfen, offensichtlich nicht in der Lage sind, selbst in Berlin zu regeln. Ist das nicht ein bisschen traurig für so eine Fachdiskussion, meine sehr verehrten Damen und Herren? So, das muss man mal sagen angesichts Ihrer Einlassung zum Fachkräftemangel, an dem Sie nicht vieles falsch gemacht haben, Herr Kollege Decker. Aber wenn Sie bundespolitisch kritisieren, müssen Sie sich einfach noch einmal anhören. Das gehört dann zur Vollständigkeit auch dazu. Wenn man da gemeinsam mitregiert, muss man sich selbst überprüfen, wie ist eigentlich die Durchsetzbarkeit der eigenen Kräfte in Berlin. Und wir werden das immer wieder einmal erwähnen. Kommen wir zu der Frage des Fachkräftemangels in Hessen. Ich erinnere mich noch gut, und Herr Kollege Decker, Sie haben das ja selbst angesprochen, ich erinnere mich noch gut, wie wir 2010 und 2011 und dann auch am Ende 2012 zu diesem Thema hier diskutiert haben. Und ich erinnere mich noch, wie die Fachkräftekommission eingesetzt worden ist und wie sie ein Jahr später ihren Kommissionsbericht vorgelegt hat. Ja, ich erinnere mich auch noch an die Vorwürfe, die es damals gab. Ich will noch einmal eins erinnern. Die IHK prognostizierte 2010 140.000 fehlende Fachkräfte im Durchschnitt in den nächsten 5 Jahren. Der damals kommende Wirtschaftsboom schien zu massiven Problemen in der Fachkräftegewinnung in hessischen Unternehmen zu führen. Es war ein Alarmsignal, was mit dem Zitat garniert wurde der IHK Hessen. Damit ist die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft gefährdet. Das sagte damals die IHK. Und was folgte nun? Und Sie haben natürlich völlig recht, Herr Decker, dass man sich nach 3 Jahren tatsächlich das tun muss, nämlich eine Zwischenbilanz ziehen. Und Sie haben tatsächlich nach einem messbaren Ergebnissen gefragt. Und ich will darauf eingehen, weil ich nämlich glaube, dass die Ergebnisse sehr beeindruckend sind in vielen Bereichen. In anderen Bereichen bedarf es noch der Daueraufgabe, und ihnen weiter nachzugehen. Beginnen wir also zu den Fragen der Handlungsfelder. Sie haben sie selbst angesprochen, Herr Kollege Decker von der SPD. Die Fachkommission sprach von 6 Handlungsfeldern. Übergang, Schule und Beruf war einer. Die Beschäftigungsfähigkeit im Alter zu erhalten, lebenslanges Lernen, Beruf und Familie, die Vereinbarkeit, Inklusion und ausländische Arbeitskräfte. Und schauen wir uns die Felder doch einmal an. Und beginnen wir mit dem Bereich, den wir, nennen wir mal, in Qualifikation nennen, überschreiben. Und wir schauen uns an, was in Schule passiert ist. Und da sagt die Fachkräftekommission, empfiehlt, dass bei den dringend erforderlichen Schulabschlüssen auf einen konkreten Zielwert von 3% zu intensivieren, also dass nicht noch mehr Schüler ohne Schulabschluss aus den Hauptschulen rauskommen. Und mir liegt hier die Zahl vor, Herr Kollege Decker, wollen wir messbar bleiben. In den letzten 10 Jahren haben sich die Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss von 3.000 auf 1.089 verringert. Eine Aufgabe, die die Fachkräftekommission der hessischen Landespolitik aufgegeben hat. Und 1.000 sind immer noch, jeder einzelne Schüler ist einer zu viel. Aber von 3.000 auf 1.000 in den letzten Jahren ist ein ordentliches Ergebnis. Das muss man hier auch einmal festhalten. Zweitens zur Schule. Man sagte, wir sollten unbedingt die staatlichen Fördermaßnahmen, die sind perspektivisch überdimensioniert im Übergang Schule und Beruf, das Übergangssystem. Schauen wir uns an, was beschlossen worden ist im neuen Schulgesetz. Die einjährige Berufsfachschule läuft aus und wird schrittweise in eine neue Schulform überführt. Bestehende einjährige Berufsfachschulen können längstens bis zum Ende des Schuljahres 2020 fortgeführt werden und so weiter und so fort. Und die Berufsorientierung gibt es flächendeckend. All das also, was die Fachkräftekommission in diesem Handlungsfeld in Frage der Schule und Übergang Beruf aufgegeben hat, hat die hessische Landesregierung in den letzten 3 Jahren angepackt. Haken dran, aber weitermachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, dann kommt das
Die Frage Qualifikation, Weiterbildung und Ausschöpfung vorhandener Fachkräftepotenziale. Also, wir müssen darauf achten, das haben alle Redner und Rednerinnen damals gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir die nachkommenden Generationen tatsächlich so beschulen, dass sie tatsächlich auch die Fachkräfte von morgen sind. Das war die Aufgabe. Schulabbrecher vermeiden, jedem einen Schulabschluss zuführen, Übergangssysteme reformieren und tatsächlich dazu beitragen, dass viele Jugendliche gute Abschlüsse haben. Das war Teil 1. Das habe ich mit Zahlen belegt. Teil 2 war tatsächlich, wie geht es weiter mit der Weiterbildung? Und da hat der Wirtschaftsminister, der hessische Wirtschaftsminister, zu Recht festgestellt, dass wir 320.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen ohne einen Abschluss haben. Und deswegen hat er zu Recht das Programm aufgelegt pro Abschluss. Das wird dazu führen, dass viele Menschen in Hessen ihren Abschluss nachholen können, dass sie eine Aufstiegsqualifizierung machen, dass sie dadurch nachhaltig im Betrieb bleiben, nicht immer die Ersten sind, die gefeuert sind, weil sie eine schlechte Qualifizierung haben. Das ist das, was uns die Fachkräftekommission aufgegeben hat, und das ist das, was die Landesregierung in Angriff genommen hat. Richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt kommen wir und auch bei der Frage der Qualifizierung will ich noch nicht unerwähnt lassen. Herr Minister, Staatsminister Grüttner hat es gesagt. Wir haben Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget angehoben auf 25 Millionen €, obwohl wir wissen, dass Arbeitsmarktpolitik eigentlich originäre Aufgabe wäre der Bundesagentur für Arbeit, nimmt das Land selbst 25 Millionen € in die Hand, und wir haben es abgesichert im Sozialbudget. Und die Zahlen sind beeindruckend. Ich finde sie beeindruckend. Es waren in den letzten Jahren 127 Millionen € zur Verfügung gestellt dafür. 10.000 Teilnehmerinnen wurden im Ausbildungsbudget erfasst. Wir hatten über 52.000 Teilnehmer beim Arbeitsmarktbudget. Das macht das Land Hessen, um das zu schließen, was sozusagen die Schule nicht geschafft hat. Ich finde das richtig, weil es das heißt, die große Überschrift in dem Dreiklang von Qualifizierung, Weiterbildung und Schöpfung vorhandener Potenziale ist der Bereich Qualifizierung die Grundlage. Und wenn wir da sagen, mit diesem Arbeitsmarktbudget und mit dem Ausbildungsbudget und mit dem 2015 geschlossenen Bündnis Ausbildung für Hessen, was ich auch noch einmal erwähnen will, was eine weitere Säule der guten Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen in Hessen bedeutet, dann kann man doch nicht allen Ernstes sagen, dass in den letzten drei Jahren nichts passiert ist. Die Säule Qualifikation ist gut bearbeitet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt zum Bereich Weiterbildung habe ich gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das Land Hessen hat noch einmal die Initiative Pro Abschluss gegründet, und Gerhard hat sie gerade vorgestellt. Ich bin sehr gespannt, ob sie erfolgreich wird. Also das dritte und filigrane an dem Thema wird sein, das Schöpfen vorhandener Potenziale. Auch das haben wir vor Jahren als GRÜNE eingeklagt. Die Fachkräftekommission hat es auch noch einmal gesagt. Es gibt verschiedene Gruppen, die noch mehr Potenziale haben. Da gibt es zuallererst die gut gebildeten Migrantinnen und Migranten, deren Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Noch immer dauern diese Anerkennung der Abschlüsse zu lange. Ja, noch immer müssen die Menschen putzen mit die Baum, hieß es damals. Sie erinnern sich vielleicht noch. Das ist Verschenkung von Fachkräftepotenzial. Da müssen wir weiter ran, aber das lässt sich alles auch nicht erzwingen mit einer vorgehaltenen Pistole. Das hängt auch von den persönlichen Umständen ab, von den Migranten, von den persönlichen, die sagen, ich kann mir das jetzt leisten, noch einmal eine Zusatzqualifizierung zu machen, noch einmal einen Abschluss nachzuholen, ein Zertifikat zu erneuern. Das kann man alles nicht erzwingen, aber die Voraussetzungen sind gesehen, sind gegeben, und die Menschen können sie in Anspruch nehmen. Es bleibt aber ein dauerhaftes Schieben. Man muss als Motor weiter arbeiten. Das ist ein mühsames Geschäft. Es gibt keinen Königsweg in dieser Frage. Und der Kollege Decker sprach es an, auch Herr Staatsminister Grüttner. Ein Schwerpunkt ist natürlich das größte Arbeitsmarktpotenzial der Frauen. Aber wenn Sie sagen, Herr Decker, die Kinderbetreuung hat sich in den letzten Jahren, hat die Landesregierung da nichts gemacht. Das finde ich jetzt witzig, weil ich habe diese Rede nämlich zum Thema U3, haben wir hier 2011, 2012 über 19% gesprochen. Nur ein Beispiel, weil ich nicht zum Thema Kinderbetreuung kommen will. Aber wir reden über das Jahr 2011 folgende Rahmenbedingungen. Wir hatten 430 Millionen im Etat. Heute sind es 460 Millionen, die in Kinderbetreuung in Hessen zur Verfügung stehen. Wir hatten eine Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren bei 19,8%. Heute sind es 31,7% Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Da kann man nicht sagen, das passiert nichts in der Kinderbetreuung. Im Gegenteil, das Problem ist erkannt, und es wird angegangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Na ja, Sie haben es alles nicht gesagt. Jetzt haben Sie alles nicht gesagt. Sie haben gesagt, Sie qualifizieren und ausbilden nicht genug, und Sie haben gesagt, Sie tun so wenig für Kinderbetreuung. Jetzt komme ich Ihnen mit den Zahlen um die Ecke. Jetzt haben Sie es alles so nicht gesagt. Ja, was denn nur? Ich komme mit einer Bilanz, und die Bilanz ist zufriedenstellend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, auch man kann oft belächelt sind die Initiativen zur Gesundheitsvorsorge in den Betrieben. Herr Minister Grüttner ist oft unterwegs mit neuen Maßnahmen, neuen Kampagnen, wie man sich Gesundheit bewahrt, wie man sich aufpasst, auch dass einem nichts passiert, wenn man älter wird, dass man tatsächlich seine Arbeitskraft. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man, je nachdem, welche Lebenssituation ist, hat man immer das Gefühl, ich bin es ja nicht, egal in welchem Alter, ob ich jetzt 20 oder 50 bin. Also ich bin ja gesund, was trifft es mich? Aber es ist richtig, auch wenn es oftmals belächelt wird, die Erhaltung der Arbeitskraft im Betrieb ist eine wesentliche Säule. Und der Gesundheitsminister gibt sich allergrößte Mühe, ist das fast was noch rausgerutscht. Er macht sich große Mühe darüber, dass diese Menschen tatsächlich auf ihre Gesundheit achten, präventiv mehr tun, mit den Krankenkassen, mit vielen Akteuren im Gesundheitsbereich. Das ist immens wichtig und nicht zu unterschätzen, denn darin liegt die Zukunft, dass wir auch ins hohe Alter wirklich gut und gesund arbeiten können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es angesprochen. Ja, die Fachkräftekommission hat damals gesagt, ausländische Arbeitskräfte sind keine Alternative, sondern eine Ergänzung. Ja, niemand würde sagen, dass ausländische Arbeitskräfte tatsächlich den Binnenarbeitskraftmarkt befriedigen kann. Aber es ist schon beachtlich, wenn über 3.000 Beratungsfälle es gab bei der Frage von ausländischen Menschen, die hier nach Hessen kommen wollten. Das ist eine ordentliche Zahl. Herr Minister Grüttner hat es aufgeführt, dass es tatsächlich gelungen ist, ausländische Pflegekräfte hier zu gewinnen. Und auch da finde ich, dann muss man anerkennen, dass man dass das auch menschliche Situationen sind, da jemand kommt und geht auch wieder, weil es ihm nicht gefällt, weil er mit der Sprache, mit der Mentalität, mit der Kultur nicht zurechtkommt. Aber dass der Versuch unternommen wird, Herr Kollege Dicker, dass wir mehr internationale Arbeitskräfte gewinnen, das können Sie doch nicht ernsthaft abschreiten. Das wird hier beschritten. Und dass ein Einwanderungsgesetz auf Bundesebene fehlt, das sagen wir Grüne seit 30 Jahren. Und wer es verhindert hat bisher, war immer SPD und CDU vorneweg. Sehr verehrte Damen und Herren. So, doch, so war es doch auch. Wir waren unter Rot-Grün. Haben wir ein Einwanderungsgesetz hinbekommen, das den Namen verdient? Ich glaube eher nicht. Die Grünen werden mir das bestätigen können. So. Ja, wir werden ja sehen, wie es nach der Bundestagswahl mit der SPD-Mehrheit dann im Bundestag aussieht, ob sie es schaffen, ein Einwanderungsgesetz tatsächlich die Kraft zu haben, es so hinzubringen, dass man es auch tatsächlich den Namen verdient, anstatt dass es momentan das Einwanderungsgesetz, das Integrationsgesetz, was Sie auf den Weg gebracht haben, ist nämlich nicht das, was man zur Einwanderung beiträgt oder zur Integration von Menschen beiträgt, schon gar nicht in den Arbeitsmarkt. Ich finde das, was auf Bundesebene passiert, eher rückwärtsgewandt. Das betrifft die SPD mindestens genauso. Aber das habe ich schon einmal gesagt. So, Sie sehen also, wenn man den Dreiklang hat zur Fachkräftekommission, Qualifikation von Schülern, von Auszubildenden, von Jugendlichen, wenn wir uns vorgenommen haben, die Übergangssysteme zu verbessern, zu reformieren, wir haben uns vorgenommen, dass Arbeitnehmer ohne Abschlüsse tatsächlich mit einem Abschluss zugeführt werden, dass sie lebenslang lernen können, so wie es in Punkt 3 der Fachkräftekommission fordert, zum Standard wird, wenn wir tatsächlich die Potenziale, die es gibt, Frauen noch mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren, mehr Kinderbetreuung auch anbieten, wenn wir älteren Menschen durch gesundes Arbeiten und durch flexible Arbeitszeiten, auch gerade in der Landesverwaltung, das ermöglichen, möglichst lange arbeiten zu gehen, damit die Fachkräfte halten bleiben. Wenn man diese Dreiklang Qualifizierung, Weiterbildung und Ausschöpfung von Potenzialen so aktiv angeht und auch politisch zur Chefsache macht, indem es eine Stabsstelle in der Landesregierung gibt, dann bin ich damit zufrieden, wie die Situation in den letzten 3 Jahren angesichts der dramatischen Situation damals war. Herr Vorsitzende von damals, der jetzige Fraktionsvorsitzende Boddenberg, Sie werden mir recht geben, die Diskussionen waren damals deutlich dunkler, als dass sie heute sind. Viele Menschen sagen, viele Akteure, die IHK, die Bundesagentur, die Unternehmen sagen, Gott sei Dank wurde das in Angriff genommen, mutvoll, schwungvoll in Angriff genommen. Und das ist die Situation, die ist gut so, wie sie gerade aktuell ist. Aber wir sind nicht diejenigen, die es schönreden wollen. Bestimmte Situationen, nehmen wir den Bereich der Fachkräftemangel in der Pflege. Wir haben es gerade gemerkt, als jetzt die vielen Flüchtlinge kamen. Wir haben großen Fachkräftemangel bei Sozialarbeitern. Wir haben Fachkräftemangel bei Sprachlehrern, bei Ärzten. Es bleibt noch viel zu tun, weil es wird auch immer eine Daueraufgabe bleiben. Die Wirtschaft verändert sich dynamisch, die Anforderungen an Arbeitskräfte verändern sich dynamisch, und es wird auch immer wieder andere Defizite und andere Bedarfe geben. Deswegen muss es auch immer wieder eine politische Steuerung geben von den Handlungsmöglichkeiten, die man überhaupt hat.
weil Herr Minister Grüttner hat natürlich recht. Es bleibt zuvorderst die Aufgabe der Unternehmen, für ihren eigenen Nachwuchs zu sorgen, sich ihre eigene Ausbildung anzubieten. Das haben Sie natürlich recht, Herr Grüttner. Aber das, was der Staat tun kann, das, was das Land tun kann, muss dauerhaft installiert bleiben. Dem müssen wir weiter nachgehen. Ich finde, dass das, was das Land tun kann, geht es an. Wir sind der festen Überzeugung, CDU und GRÜNE, dass das auch unser erklärter Wille, ist, dass wir daran am Ball bleiben, weil wir wollen nicht in unseren Anstrengungen nachlassen, dass momentane Fachkräftemangel zu großen Krisensituationen führen. Das können wir mit staatlichem Handeln verhindern, und das ist aktiv angepackt worden. Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren.